Mal Stückchen für Stückchen. Und wenn ich auf den einen achte, dann kommt der andere von hinten. Das ist doch nicht mehr schön. Ja, ja, schön. Toll. Schieß, schieß. Okay. Closer to the edge fällt mir da ein. Langsam, langsam. Mir bleibt doch gerade gar keine andere Wahl. Okay, und tschüss. Ich will jetzt nicht alles verballern. So, ich hätte den getötet, aber dann wäre der zweite wie gerade wieder auf mich gekommen. Das ist immer nur so ein kleiner Spalt von Leben und Tod. So, jetzt habe ich den. Und jetzt ist der andere schon wieder hier, glaube ich. Ja. Okay. Goodbye, my almost lover. Ich glaube, da könnte mir jetzt doch mal helfen. Ich hole den Scheiß da jetzt einfach. Okay, der dürfte tot sein. Oh mein Gott, was ist das hier für eine kranke Scheiße? Vorsichtig in Deckung bleiben, jetzt aber. Jetzt hole ich mir euch beide. Gott sei Dank hängt er in der Tür fest. Oh my God, it's amazing. Oh oh. Oh mein Gott. Ich konnte nichts machen. Hab ich's jetzt oder? Oder wie? Puh. Mayu. Oh nein. Wenn wir jetzt noch gegen Paxton Fett, also unserem Bruder, antreten müssen, dann... Puh, dann laufe ich von der Wand. Ich glaube aber, wir können gar nicht hier irgendwo raus. Das ist das der einzige Weg, der uns bleibt. Also, der einzige Raum. Oh, oder? Oh, schön, da geht's weiter. Aber ich glaube, unser Bruder will uns jetzt aufhalten. Jetzt will er es machen. Er hat gesehen, dass wir weit kommen. Und jetzt sind wir kurz vor unserer Mutter, also Alma. Und dann geht er in die Vollen. Oh je. Yeah. Dam, da-da-dam, da-da-dam. Hauptsache schön langsam. Oh mein Gott. Ja, schön. Oh nein. Warum so viele? Okay, das war's dann wohl. Ja, klar. Vor allem kann man das ja auch schaffen, ne? Oh mein Gott. Geh mir doch einfach aus dem Weg. So. Ach du, du kannst mir jetzt auch nichts mehr, ey. Meine Fresse. Man kann's ja auch ein bisschen übertreiben, ne? Und da kommen die nächsten, jawoll. Bam. Aber mit der Schrotflinte, das hat Gott sei Dank ein bisschen leicht. Mal zwei Schüsse hiermit und die sind tot. Oh, Mayu. Was bleibt mir denn jetzt noch übrig? Auf meinen Tod warten, Manit. Da kommen die nächsten. Jesus. Rette mich in dieser Not. So. Ja, aber was soll denn der Kack da jetzt? Sag mal, müssen wir jetzt hier lang wieder, oder wie?
Nee, von da hat uns der Weg ja hingeführt. Ja, und weiter. Das kann ich ja nicht gewesen sein. Hier ist gesperrt. Oh ja. Oh, ich kann das zumachen. Oh. Ja, warum so, wenn es mal so geht? Ich glaube, eine Ladung kommt hier noch rein. Puh. Da hätte ich aber auch vorher drauf kommen können. Schön. Erreiche die westliche Piste und fang Beckett ab, bevor er evakuiert werden kann. Oh ja, das ist wirklich das Ende jetzt. Bleibt gar nichts anderes mehr übrig, weil Beckett ist der, der uns, glaube ich, helfen kann. Oder den wir umlegen müssen. Da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Und Olma erschwert die Geschichte natürlich noch. Die soll endlich ihr Kind da rausdrücken. Und dann... Oh ja, jetzt geht's wieder los mit dem Anzug. So kann man das schaffen. Und zwar nur so. Meine Framezahl macht gerade Faxen mit mir. Was? Warum? Oh mein... Ja, klar. Oh ja, meine Frames. Gehen runter auf 20. Warum, weiß ich auch nicht, also. Aber ist ja jetzt egal, wir bringen den Mist zu Ende. Ist einfach jetzt, weil hier so viel geladen werden muss. So. Wir bringen das zu Ende, wenn ich das sage. So, komm her. Ich bin der Einzige, der in diesem Anzug überlebt. Jawohl. Und die Eismänner. Weil die sind mit dem Anzug kein Problem mehr. Eins für dich. Oh. Sind wir etwa zu heiß? Kriegst du Faust. So. Jawohl. Weiter im Text. Beckett, da ist er. Ohne Inhalt. Er will nur noch vergessen.
Diese Tests, die Operation. Sie konnten mit Mutter keinen neuen Prototypen erschaffen. Also haben sie es auf künstlichem Wege versucht. Er ist wie wir, Bruder. Oder zumindest wurde er dazu gemacht, wie wir zu sein. Unsere Mutter.